Mal ihren Staat auszurufen. Und dann hat Ben-Gurion, der Staatsgründer, David Ben-Gurion, hat dann seine Leute da zusammengerufen in irgendeinem Saal in Tel Aviv. Und alle Teilnehmer, die Staatsgründer, mussten dann auf ein leeres Pergament ihre Unterschrift setzen. Und das wurde erst nachher, viel später, wurde dann die Unabhängigkeitserklärung in Schönschrift darüber geschrieben und angenäht. Das heißt, die haben nichts unterschrieben. Auf jeden Fall haben sie es noch in letzter Minute geschafft, diesen Staat auszurufen. Und wenige Stunden später haben dann die arabischen Staaten, Syrien, Irak, Ägypten und wie sie alle hießen, Jordanien, sind alle über Israel hergefallen. Und dann gab es einen Krieg. Diesen Krieg, ja, den haben die Araber letztlich verloren. Und dann gab es eine Waffenstillstandslinie. Und die wurde zwischen Jordanien und Israel zum Beispiel ausgehandelt. Und da hat dann ein israelischer Sergeant, vielleicht habt ihr den mal gehört, also Moshe Dayan hieß der, und sein jordanischer Kollege, die haben eine Waffenstillstandslinie gemalt auf die Landkarte und an einigen Stellen zwei Linien, in der Mitte dazwischen sollte dann UNO-Land, neutrales Land, das weder der einen noch der anderen Seite gehört, sollte dann da liegen. Und in dem Vertrag in Rhodos 1949 steht ausdrücklich, diese Waffenstillstandslinie soll kein Vorgriff auf spätere diplomatische Verhandlungen bedeuten. Mit anderen Worten, was ich hier nur sagen will, diese sogenannte grüne Linie, die von den Palästinensern heute als Staatsgrenze betrachtet wird, die von anderen Ländern in der UNO als Grenze gesehen wird, ist nichts anderes als eine unverbindliche Waffenstillstandslinie und keine Grenze. Und als ein gewisser Präsident Obama seinerzeit 2009 in Kairo eine große Rede hielt und diese Linie als Border, als Grenze bezeichnet hat, wurde er von seinen eigenen Leuten dann sofort zurückgepfiffen. Und er hat sich selber zwei Tage später korrigiert und hat gesagt, nein, er hätte ja gar nicht Grenze gemeint, sondern nur eine Linie. Solche Begriffe spielen eine enorme Rolle. Auch in Sachen Zukunft, ich wurde da auch gleich gefragt nach der Lösung, da komme ich noch drauf. Also wenn es keine Grenze gibt, dann muss man erst eine Grenze ziehen oder eine Grenze beschließen. Und das ist der Grund, warum das israelische Kabinett jahrelang gegen Vorschläge von linken Ministern und Abgeordneten war, nach der ersten Intifada einen Zaun zu bauen, um wieder zu markieren, wo beginnt eigentlich Israel und wo endet das Westjordanland. Weil die israelische Regierung sich gesagt hat, wenn wir da jetzt eine Mauer bauen oder einen Zaun, dann ist ja die Grenze wieder markiert und dann könnten ja alle möglichen Leute kommen und sagen, ihr müsst euch bis zu dieser Mauer, bis zu diesem Zaun zurückziehen. Deswegen war die israelische Regierung gegen den Bau einer Mauer und eines Sperrwalls und so weiter. Haben viele nicht vergessen, diejenigen, die es gefordert haben, waren die Palästinenser und linke Israelis, das ist meistens das Gleiche. Das Westjordanland, Ostjerusalem, wurde 1948 von Jordanien erobert und besetzt. Und später, 1951 glaube ich, annektiert. Da haben die Jordanier erklärt, dieses Gebiet, dieses Westjordanland, gehört uns. Damit waren die Jordanier aus eigener Sicht Besitzer. Aber diesen Schritt hat außer Pakistan und im Fall des Westjordanlands noch England, hat sonst niemand akzeptiert. Damit ist es international nicht anerkannt gewesen. Genauso wie Israel damals Jerusalem
annektiert hat und zu seiner Hauptstadt erklärt hat. Das hat bis heute niemand so richtig anerkannt. Und deswegen ist das alles umstritten. Jerusalem, da komme ich noch drauf, das war eine spannende Geschichte. Auch wegen der Absicht von Herrn Trump, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Aber reden wir jetzt erstmal über das Westjordanland. Das war jordanisches Gebiet. Gazastreifen hatten die Ägypter erobert. Aber die Ägypter haben den Gazastreifen aus verständlichen guten Gründen nicht annektiert. Die wollten den nämlich nicht. Was sollten sie damit? Und deswegen waren die Menschen, die dort lebten, heute sind das etwa 2 Millionen sogenannte Palästinenser, deswegen waren die bis 1993, 94, waren die Araber, die Palästinenser, die dort lebten, staatenlos. Die konnten in die Welt nur verreisen mit UNO-Papieren, weil sie hatten ja keine Nationalität. Sie gehörten keinem Souverän. Das letzte Mal, dass es einen Souverän dort in der Gegend gegeben hat, das war bis 1917, als die Osmanen dort waren. Da waren ja alle Türken sozusagen. Und erst 1993, 94 mit den Osloer Verträgen zwischen Israel und der PLO wurde dann beschlossen, dass man den Palästinensern eine Staatsangehörigkeit verleiht, ohne dass sie einen Staat haben. Das ist also auch ein Kuriosum, das es, glaube ich, nur einmalig in der Welt gibt. Und mit dieser Staatsangehörigkeit in der Tasche haben diese Palästinenser und auch die in den Autonomiegebieten im Westjordanland, in den großen Städten Bethlehem, Ramallah, Nablus, Hebron, haben die dann einen palästinensischen Pass bekommen. Und mit diesem palästinensischen Pass, der ist in aller Welt anerkannt, können diese Palästinenser überall hinreisen und werden akzeptiert. Kurzen Schlenker zu Jerusalem. Es gibt ja den berühmten Teilungsbeschluss von 1947. Da hat die UNO, die Generalversammlung, eine Empfehlung ausgesprochen, um dieses leidige Palästina-Problem zu lösen, wo die Juden und die Araber sich alle die Köpfe einschlagen. Ich sage bewusst Juden und ich sage bewusst Araber, denn Israelis gab es damals noch nicht. Das war ja vor der Staatsgründung. Und die Idee, diesen Staat Israel zu nennen und nicht zum Beispiel Judäa oder sowas, das kam erst mit der Staatsgründung. Und die Araber, das waren Araber. Die, den Begriff Palästinenser gibt es erst seit 1968 mit der PLO, der zweiten PLO-Charta. Und diesen Begriff hat Yasser Arafat erfunden. Ihr könnt es gerne nachprüfen. Geht in die NZZ, in die Spiegel und sonstigen Archive. Guckt mal nach, gebt das Wort Palästinenser ein. Und schaut mal, seit wann wurde dieser Begriff überhaupt benutzt. Ich habe es recherchiert, in der UNO kommt dieses Wort, dieser Begriff zum ersten Mal 1974 vor. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat da mal eine Studie gemacht, hat festgestellt, dass in deutschen Dokumenten, Ost wie West, der Begriff Palästinenser erstmals 1974 vorkommt. Ja? Also, und wir, wenn wir über Worte reden, wenn wir Begriffe benutzen, wir müssen da sehr vorsichtig sein, denn jedes Wort hat eine explosive Kraft. Jerusalem sollte laut diesem Teilungsbeschluss, wo ein jüdischer und ein arabischer Staat entstehen sollte, sollte Jerusalem mitsamt allen christlichen Dörfern rundherum, Bethlehem zum Beispiel, sollte es ein Corpus Separatum werden. Das heißt, es sollte weder zum jüdischen noch zum arabischen Staat gehören. Und obgleich die Araber 1948 einen Krieg gegen diese Resolution und gegen die Gründung eines jüdischen Staates geführt haben. Mit anderen Worten, die Araber haben alles getan, um diese Resolution zu annullieren. Trotzdem halten sich, obwohl sie nie umgesetzt werden konnte, halten sich die
westlichen Staaten und eigentlich alle Staaten in der Welt halten sich an diese komische Resolution und betrachten Jerusalem bis heute als Corpus Separatum, der weder den einen noch den anderen gehört. Und das ist der Grund, warum die Botschaften, inklusive die deutsche und die amerikanische natürlich, warum die alle in Tel Aviv stehen. Und deswegen heißt es immer wieder, und zwar Irrtum, und da gibt es jedes Mal Streit, dass Tel Aviv die Hauptstadt Israels sei. Aber bis heute gilt eigentlich, dass jedes Land seine eigene Hauptstadt bestimmen kann. Und die Israelis haben von Anfang an gesagt, wir erklären West-Jerusalem, der Osten lag ja in Jordanien, war nicht zugänglich, das erklären wir für unsere Hauptstadt. Und jeder Botschafter, der nach Israel kommt, auch wenn ihr Jerusalem de jure nicht anerkennt, ihr müsst euch schon bis nach Jerusalem begeben, um dort euer Beglaubigungsschreiben dem Präsidenten zu übergeben. Der saß da in irgendeiner Hütte, so einem vorgefertigten Häuschen, und hat dort die ersten Botschafter empfangen. Und das ist bis heute so. Das heißt, Jerusalem, da sitzt zwar die Regierung, da finden die Gespräche statt, aber es gibt da jedes Mal Theater. Wegen de jure, de facto, kann man das anerkennen, nicht anerkennen. Und der Trump hat während seines Wahlkampfes groß getönt, ich werde die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegen. Auf arabischer Seite kam als Antwort, das wird die Tore zur Hölle eröffnen, als wären die nicht schon längst offen und ständig frequentiert. Jetzt das Lustige ist, Trump war nicht der erste wahlkämpfende Präsident, der das versprochen hat. Obama hat es genauso versprochen, Herr Bush hat es versprochen, alle haben es versprochen. Und kaum waren sie dann im Weißen Haus, da kamen dann die Berater und dann kriegten sie kalte Füße. Und dann wurde diese Idee ganz schnell wieder ad acta gelegt. Ich weiß nicht, wie das mit dem Trump aussehen wird, aber ich vermute, dass genau das Gleiche passieren wird. Ja. Da ich hier im Rahmen dieses Vortrags auch was über Trump sagen soll, möchte ich euch mal eben eine kleine Agenturmeldung vorlesen zum Thema Trump. Das ist die verschlossenste Kontrollfreak-Regierung, über die ich jemals berichtet habe, sagt David Sanger, Washington-Korrespondent der New York Times. Ann Campton von ABC nennt den Präsidenten den intransparentesten aller 7 Präsidenten ihrer Karriere. Ein Journalist behauptet, es herrscht ein Klima der Angst im Land, das sich die Pressefreiheit bereits in die Verfassung geschrieben hat. Und ein Harvard-Professor spricht von einer massiven Überklassifizierung. Selbst Belangloses würde als streng vertraulich gehandelt, Journalisten bei der Beschaffung von Dokumenten behindert und so weiter. Der Präsident setze Twitter oder Facebook nicht nur im Wahlkampf ein, er regiere damit. Ich meine, das ist doch eine perfekte Beschreibung von Donald Trump. Nicht wahr? Ich sehe fürchterliche Zustimmung. Dieser Agenturbericht, der da noch weitergeht, ist erschienen am 10.10.2013 und beschreibt den Herrn Obama. Das heißt nichts Neues unter dem Mond. Und vieles, was über Obama gesagt wurde und jetzt über Trump gesagt wurde, wurde alles schon mal gesagt. So, dann interessiert euch, so wie mir es vorgeschrieben worden ist, die Siedlungspolitik. Israel, also wenn ich die Palästinenser frage, und die sind für mich natürlich sehr überzeugend und so weiter, die sagen, wir Palästinenser, wir sind die eigentlichen Ureinwohner hier in diesem Land. Wir sind die direkten Nachkommen von den Jebusitern und den Kanaanäern und den Philistern und überhaupt. Und diese ollen Juden, die haben so einen komischen Stammesgott, der eigentlich ein medianitischer
Wassergott oder irgend sowas aus dem Süden des Sinai ist. Das ist der Gott, der in der Tora steht, den da meinen. Und die sind ja mit Josua ins Land gekommen, als Eroberer, als Besatzer, haben also im Land eigentlich nicht viel zu suchen. Und ich persönlich kann euch jetzt beweisen, dass all die Geschichten, die ihr da in der Bibel, in der Tora, im Tanach und so weiter gelesen habt, das ist alles gefälschte Fake News, Propaganda und so weiter. Denn Ibrahim, der war ja schon ein Moslem. Ich werde euch noch mehr Überraschungen erzählen. Ich habe noch eine Führung gemacht, als das noch ging, in den Felsendom, oben auf diesem Haram al-Sharif, dem erhabenen Heiligtum der Moslems. Und da ist hier dieser Dom mit der wunderbaren goldenen Kuppel. Und darunter ist ein Stein, wo die Juden behaupten, dass der liebe Gott rund um den Stein die Erde geschaffen habe. Aber das behaupten ja die Juden. Und unter diesem Stein ist eine Höhle. Und da habe ich den Beweis bekommen, dass König Salomon auch ein Moslem war. Nicht der König Salomon, Shlomo Melech, wie ihr ihn vielleicht nennt, der trug immer so einen großen Turban auf dem Kopf. Und er hat mittags, wie sich das gehört für einen guten Moslem, hat er sich niedergekniet, nach Mekka gebetet. Und als er sich wieder aufgerichtet hat, er trug ja einen hohen, großen Turban auf dem Kopf, hätte er sich ganz fürchterlich seinen Kopf am Felsen gestoßen. Und wie die Felsen so in Jerusalem sind, da ist der Felsen vor Schreck zurückgewichen. Und das Loch, wo König Salomon sich fast den Kopf gestoßen hätte, da kann ich mich sogar reinstellen und da ist noch Platz für einen Turban. Nicht? Also wenn es keinen besseren Beweis als das gibt, ich meine überhaupt in letzter Zeit mit dem Segen der Völkergemeinschaft, UNO, UNESCO, sind ja eigentlich Christentum und Judentum abgeschafft worden. Die gibt es eigentlich nicht mehr oder die hat es eigentlich nie gegeben. Denn dieser Platz mitten in Jerusalem, mit dieser El-Aqsa-Moschee und dann dem Felsendom. Das heißt ja Haram al-Sharif, das erhabene Heiligtum der Moslems. Und da hat es immer nur eine Moschee gegeben, da hat es niemals einen Tempel gegeben. Und wenn es dann niemals einen Tempel gegeben hat, ja, dann erklärt mir mal, wie wollt ihr dann diese ganze Geschichte da in der Bibel mit Tempel und allem, was dazugehört, und hohe Priestern. Das macht doch alles keinen Sinn mehr. Und was Christentum angeht, Jesus ohne Tempel, der wäre niemals nach Jerusalem gekommen, warum auch? Dann wäre er da nie gekreuzigt worden, warum auch? Und er wäre nie in den Tempel gekommen, um dort als Erstgeborener ausgelöst zu werden oder die hohe Priester da irgendwas zu lehren und so weiter. Mit anderen Worten, die UNO hat jetzt vor kurzem im Dezember eine große Resolution verabschiedet und damit eigentlich, ohne es so offen auszusprechen, Judentum und Christentum abgeschafft. Let's forget it. Die einzig vernünftige Religion, die es noch gibt, mit allen Wahrheiten der Welt, das ist der Islam. Was? Wie? Widerspruch? Ich gebe nur wieder, was ich lerne. Ja? Das sind so die Fakten. Auf jeden Fall, Israel hat dieses jordanische Gebiet erobert. Ich gehe wieder zurück zum eigentlichen Thema. Und dann haben im November danach hat die Arabische Liga, die Vereinigung der arabischen Staaten, die haben sich in Khartoum im Sudan getroffen und haben da einen historischen Beschluss gefasst, nämlich die drei Nein von Khartoum. Die lauten kein Frieden, kein Dialog, keine Gespräche mit Israel. 1967. Im November 67, also wenige Monate nach dem Sechstagekrieg. Jetzt die Israelis, naiv wie die nun mal sind, hatten nach dem Sechstagekrieg, als sie diese riesigen Gebiete alle erobert hatten,
haben eigentlich auf einen netten Anruf aus Kairo oder sonst woher gewartet und gehofft, dass die Araber dann anrufen und den Israelis anbieten, gebt uns unsere Ländereien zurück und wir geben euch dann Frieden. Dieser Anruf ist nie gekommen, unter anderem wegen diesen drei Nein von Khartoum, die alle arabischen Länder verpflichteten. Mit anderen Worten, die Israelis kapierten sehr schnell, dass sie auf diesen Gebieten mit Millionen Menschen sitzen bleiben. Und die Israelis waren, also die Juden zumindest, die waren damals, ich weiß nicht, 3 Millionen oder sowas, ein Klecks. Und die hatten kaum Militär, die hatten einfach nicht das Personal, nun all diese Gebiete, wo ja lauter Menschen lebten, die zu kontrollieren. Und kontrollieren bedeutet nicht nur irgendwelche Soldaten an die Straßenecke stellen, sondern Polizisten, die den Verkehr leiten, Aufpasser für die Schulen, Leute, die dann die Krankenhäuser verwalten und so weiter. Sie hatten einfach nicht die Fähigkeit. Und so entstand dann relativ früh die Idee, da wo auf den schönen hohen Hügeln, wo wir schon mal einen Militärposten hingestellt haben, dort diesen Militärposten verwandeln wir einfach in ein ziviles Dorf, in eine Ortschaft. Und die Männer, die dort leben, die haben ja wie in der Schweiz dann eine Knarre im Kleiderschrank. Und wenn was passiert, können die gerufen werden und können dann sozusagen Militär spielen, obwohl sie nicht aktiv im Militär sind, sondern irgendwo arbeiten gehen. Denn Israel hat ja auch eine Wirtschaft und braucht Menschen für andere Dinge. So entstanden die ersten Siedlungen. Später kamen dann noch andere Ideologien dazu, religiöse, rechtsgerichtete Israelis sagten, ja, Moment mal, wir waren doch da mal in biblischer Zeit, lasst uns doch da, wo der König David und andere rumgehüpft sind, lasst uns da auch eine Siedlung bauen. Hebron war ein besonders delikates Pflaster, denn 1929, dank dem Mufti von Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, der sollte hier in Deutschland eigentlich bekannt sein, der war ja jahrelang in Berlin, wurde auch vom Hitler empfangen und so weiter. Der hatte 1929 zu Pogromen aufgerufen und damals dafür gesorgt, dass die 3000 Jahre alte jüdische Gemeinschaft in Hebron rausgeworfen oder ermordet wird. Und seitdem gab es dann keine Juden mehr in Hebron, die 3000 Jahre lang dort gelebt haben. Und 1967 besannen sich dann die alten, ehemaligen Bewohner von Hebron, wir wollen eigentlich wieder zurück in die Stadt der Väter. Dort sind die Gräber der Erzväter, Abraham, Yitzhak und so weiter. Und Juden haben da immer schon gelebt, warum sollen wir da nicht wieder zurückgehen? Nicht, das war eine andere Form der Siedlung. Es gibt noch einige andere Siedlungen. Jetzt kommt die Weltgemeinschaft und sagt, diese Siedlungen sind völkerrechtlich alle illegal. So, ich habe oft gefragt, nenn mir doch mal das Völkerrecht. Und ich habe da immer nur eine Antwort bekommen, wenn überhaupt. Die Leute wissen ja meistens gar nicht, welches Völkerrecht sie da zitieren. Also ich habe immer nach dem Völkerrecht gesucht, das besagt, dass Juden nicht überall dort leben dürfen, wo sie wollen. Ich habe es noch nicht gefunden, aber mir hat meine ältere Frau nach dem Vortrag, hat mir mal die, sagen, Herr Sam, also Sie wissen doch, auch im Mittelalter hier in Deutschland, da durften Juden auch nicht überall wohnen, wo sie gerade wohnen wollten. Also da muss es doch ein Gesetz geben, nicht wahr? Auf jeden Fall, dieses Völkerrecht habe ich nicht gefunden, dass Juden speziell irgendwo Wohnrecht verboten ist. Aber es gibt eine Genfer Konvention von 1949, die war speziell auf die Deutschen gemünzt. Die besagt, dass der Besatzer im besetzten Gebiet oder in das besetzte Gebiet seine eigene Bevölkerung nicht dorthin deportieren oder transferieren darf. Ich suche seit 40 Jahren und ich biete 1 Million Dollar, die ich zwar nicht habe, aber ist egal,
biete ich, wer mir mal einen Siedler vorführt, der nachweisen kann, dass er von der israelischen Regierung in die besetzten Gebiete deportiert worden sei. Ich habe bis heute keinen gefunden. Oder zwangstransferiert, das heißt, einen Siedler, den man gezwungen hat, einen Israeli, den man gezwungen hat, ins Westjordanland zu ziehen. Habe ich auch noch nicht gefunden. Aber die Welt hält daran fest, dass das ist, was die Siedler oder die Siedlungspolitik bedeutet. Und das ist der Grund, warum die Siedlungen so illegal sind. Irgendwas stimmt da nicht. Und besetzte Gebiete, die große Frage ist, ich habe vorhin irgendwie gesagt, dass das besetzte Gebiet muss ja irgendjemandem gehören. Jetzt, das Mandatsgebiet Palästina hat sich in Luft aufgelöst, gab es nicht mehr. Briten sind weg. Jordanien ist und war niemals der wirklich rechtmäßige Besitzer dieser Gebiete. Gazastreifen, wie ich gerade erwähnt habe, der war von Ägypten zwar besetzt, aber gehörte niemandem. Und wenn jetzt Israel kommt und diese Gebiete besetzt, das sind Gebiete, die niemandem gehören. Da gibt es keinen Eigentümer, politischen Eigentümer, keinen Souverän, niemand, der sagen kann, das ist jetzt mein Staatsgebiet. Das heißt, schon der Begriff besetzte Gebiete ist problematisch. Nur Israel, auch aus Rücksicht auf die Weltgemeinschaft und so weiter, hat gesagt, okay, Jerusalem vergrößert, annektieren wir, die Welt schreit, aber das tun wir jetzt mal. Das Westjordanland und den Gazastreifen hat Israel niemals annektiert. Und um zu zeigen, dass es nicht israelisches Staatsgebiet ist, hat Israel im Gazastreifen und im Westjordanland eine Militärherrschaft eingerichtet. Das gilt bis heute. Jetzt aus dem Gazastreifen haben sich die Israelis 2005, aufgrund eines Beschlusses von Ariel Sharon, hat sich Israel zurückgezogen. Das ist ein Niemandsland, das niemandem gehört. Auch nicht den Israelis. Auch wenn alle Welt schreit, ja, aber die Israelis sitzen drumherum. Ja, nee, die sitzen nicht ganz drumherum. Unten sitzen die Ägypter. Und die haben die Grenze genauso zugemacht wie die Israelis. Warum werden dann nur die Israelis wegen Blockade und so weiter beschimpft? Und die Israelis sind diejenigen, die denen dann auch das Wasser und den Strom und Öl und ich weiß nicht was beliefern. Also es ist da alles, was die Begrifflichkeiten angeht, falsch. Im Westjordanland gab es die Osloer Verträge und da wurde dann in den großen Städten ab 1994 wurde dann die sogenannte Autonomie eingerichtet. Das heißt, Israel hat den Palästinensern, wie sie sich inzwischen nannten, ermöglicht, erlaubt, eine Art Staat zu errichten. Die haben eine eigene Regierung, ein eigenes Parlament, eigene Autonummern. Polizei mit eigenen Uniformen, alles, was zu einem Staat gehört, haben sie sogar einen eigenen Pass, wie ich von erwähnt habe. Das Einzige, was sie nicht haben, oder Dinge, die sie nicht haben, sie dürfen nicht frei Waffen importieren. Und wenn sie raus wollen aus diesen Gebieten, müssen sie, früher oder später, irgendwo eine israelische Kontrolle passieren. Sie können also jetzt nicht frei von diesem palästinensischen Gebiet in die Welt reisen. Das ist fast so ähnlich wie in Liechtenstein oder in Luxemburg oder auch in der Schweiz meinetwegen. Die müssen, all diese Länder, die Menschen, die dort leben müssen, oder Monaco, ich glaube nicht, dass es einen Flughafen in Monaco gibt. Also jeder, der aus Monaco rausreisen will, muss erstmal irgendeine Grenzkontrolle von irgendeinem fremden Land passieren, sonst kann er da nicht raus. Oder Vatikan, die haben auch keinen eigenen Flughafen. Mit anderen Worten, für die Palästinenser ist das nicht akzeptabel. Die müssen unkontrolliert Waffen importieren können und wollen unkontrolliert in alle Welt reisen und so weiter, sonst geht das nicht.
Jetzt sagen die Palästinenser, wir wollen einen Staat. Sie verlangen jetzt schon, dass das, was sie haben, das noch kein Staat ist, offiziell, dass alle Länder der Welt diesen Staat schon anerkennen sollen, ohne dass er ausgerufen worden ist. Das ist ein bisschen kurios. Und wenn ihr jetzt dann nach einer Lösung und so weiter fragt, dann sage ich, angenommen, irgendjemand in den palästinensischen Gebieten handelt jetzt einen Frieden, was immer das bedeutet, mit Israel aus. Wer soll ein solches Papier, ein Friedensabkommen mit Israel, überhaupt unterzeichnen? Ihr sagt dann sicherlich, ja, da gibt es doch den Präsidenten Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, der Präsident, ist 2006 bei völlig demokratischen Wahlen gewählt worden für 4 Jahre. Seit 2006 sind etwas mehr als 4 Jahre vergangen. Seitdem ist er nicht wiedergewählt worden. Mit anderen Worten, er hat jede demokratische Legitimation verloren. Die Hamas, das ist die große Partei, die 2006 in Wirklichkeit die Wahlen gewonnen hat, die akzeptiert den nicht. Und angenommen, er unterschreibt irgendein Papier, dann wird die Hamas sagen, wollen wir nicht. Und dann könnte die Hamas, die Islamisten, diese große Partei, die damals die Wahlen gewonnen hat, könnten dann sagen, okay, wir akzeptieren das nicht, jetzt schießen wir mal am nächsten Tag, nachdem der Staat Palästina ausgerufen worden ist, schießen wir mal eine Rakete nach Israel. So wie es den Staat gibt, gelten völlig neue Regeln. Und eine einzige Rakete, ein Terroranschlag aus den palästinensischen Gebieten auf Israel, würde bedeuten, dass Israel nach Paragraph 5 der UNO dann mit seiner gesamten Militärmacht diesen Staat angreifen und platt machen könnte. Mit anderen Worten, ich vermute jetzt mal im Namen der Lösung, die ihr ja alle wollt, wenige Tage nachdem dieser Staat ausgerufen worden wäre oder würde, wird es ihn nicht mehr geben. Und dann können wir dieses ganze Theater vergessen. Das ist die Lösung. Und wenn ihr oder der Herr hier vorne mich vorhin da nach einer Lösung und so weiter fragte, ihr seid ja alles so ordentliche Deutsche. Und als ordentliche Deutsche, ich habe ja da Verständnis dafür, ich bin ja auch einer, da muss Ordnung herrschen. Und da muss alles in der richtigen Schublade sein. Und diese Situation da unten in Nahost, dieser Unfriede, das ist halt unordentlich. Also müssen wir Ordnung schaffen und dann Frieden schaffen. So nennt man das in der großen weiten Welt. Jetzt frage ich euch oder empfehle euch erstmal, kehrt doch bitte erstmal vor eurer eigenen Haustür. Wann wurde hier in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg ein Friedensvertrag zwischen Deutschland und Dänemark, Deutschland und Liechtenstein, Deutschland und Luxemburg, Deutschland und Holland, Polen, Frankreich und so weiter unterzeichnet? Nie und nirgendwo. Deutschland gab es nicht als souveränes Land bis 1990. Wir waren besetztes Land. Da haben sie schon wieder das Wort besetzt. Und ich vermute mal, wie das hier so ist, wenn jemand besetzt ist, dann ist man ja unterdrückt. Und dass wir Deutsche dann überall, wo wir noch konnten, uns in die Luft gesprengt haben und mit Messern irgendwelche Besatzer ermordet haben und so weiter. Ich vermute ja, das ist ja legitim bei den Palästinensern und alle Welt applaudiert, wenn die sowas tun, weil die ja unterdrückt sind, weil die ja besetzt sind, nicht wahr? Ja, haben wir Deutsche das auch getan? Hm. Ich fühle mich nicht angesprochen. Das ist eine gute Idee, ich fühle mich auch nicht angesprochen, nur wenn du dann vergleichst, die Begriffe, Palästinenser haben ein Recht, weil sie besetzt sind, unterdrückt sind und so weiter und kein freies Land haben und so weiter und die Israelis sie daran hindern. Tja, was war denn in Deutschland? Genau das Gleiche.
Nur haben wir Deutsche dann nicht angefangen, mit Messern jeden Amerikaner abzustechen. Das ist der kleine, feine Unterschied. Und warum unterstützt Deutschland mit Millionenbeträgen diese Herrschaften, die da mit dem Messer losgehen und dann als Helden gefeiert werden und so weiter? Das ist ja ein richtiger Kult bei den Palästinensern. Und je mehr Juden er abgestochen hat und deswegen je länger er im Gefängnis sitzt, desto mehr Geld kriegt er. Und manche, die da im Gefängnis sitzen, die kriegen mehr als ein Ministergehalt von der palästinensischen Autonomiebehörde. Und ich kann euch sagen, wo das Geld herkommt, von euch. Das ist sind eure Steuergelder. Ja, das ist die deutsche Politik. Ich kann das nur wahrnehmen und ist halt so. Wenn ihr mich dann fragt, wie kann man da trotzdem eine Lösung finden? Also wie gesagt, in Europa hat man keine Lösung gefunden bis heute. Siehe Griechenland, die haben vor kurzem jetzt nochmal die Hand aufgehalten und haben gesagt, wir wollen jetzt Kriegsreparationszahlungen haben. Das ist das beste Zeichen dafür, dass es keinen Friedensvertrag gibt, hier in Europa. Das heißt, wenn die Europäer nicht fähig sind, Ordnung in ihrem eigenen Laden zu schaffen, empfehle ich erstmal den Europäern, bitte seid mal ein bisschen ruhiger, reden nicht von der alternativlosen Zwei-Staaten-Lösung. Wenn ich Frau Merkel, Herrn Steinmeier, heute Herrn Gabriel höre, die von der alternativlosen Zwei-Staaten-Lösung reden. Ich möchte gerne dieses Wort alternativlos, möchte ich dann mal zu anderen Themen hören. Pkw-Maut, Atomkraft, was gibt es hier noch in Deutschland an Diskussionen, vegane Dienstage, etc. pp. Da gibt es für jedes Problem mehr als eine Alternative, von rechts, grün, links bis AfD und so weiter. Jeder hat eine andere Meinung. Nur in Sachen Nahost, einem uralten Konflikt, nur da soll es eine einzige alternativlose Zwei-Staaten-Lösung geben? Entschuldigung. Ich kann es nicht ernst nehmen. Ich kann es nicht ernst nehmen. Und wer da in letzter Zeit dazu natürlich gefragt wurde und wer da eine sehr vernünftige Antwort gegeben hat, das war ausgerechnet dieser schreckliche Trump. Übrigens, der heißt ja mit Vornamen Donald. Und wenn es da mal ein Attentat auf ihn gibt, dann müssen seine Sicherheitsleute sagen, Donald Duck, duck dich. Hast du ein bisschen Wasser kriegen können? Ja, genug Leute hinten da. Ja. Der Trump hat auf die Frage, ob er denn nun für die Zwei-Staaten-Lösung die alternativlose ist, hat er gesagt, Zwei-Staaten-Lösung, Ein-Staaten-Lösung, mir ist es egal. Ich akzeptiere alles, was die Menschen, worauf die Menschen sich dort einigen und mit dem beide zufrieden sind. Das ist die einzig vernünftige Antwort, die man auf diese Frage stellen kann. In diesem Sinne, oh, kommst du mit zwei Seiten. Auf jeden Fall, was Zwei-Staaten-Lösungen angeht, das ist zwar eine tolle Idee. Die Palästinenser leben in ihrem Staat, die Juden in ihrem Staat. Alles andere ist eigentlich Quatsch und kann nicht funktionieren, Dankeschön. Nur, solange die Palästinenser glauben, Krieg treiben zu müssen, solange die Palästinenser glauben, dass man jeden Juden am besten abstechen sollte, solange es Terror gibt, solange gehetzt wird, ist an einen palästinensischen Staat nicht zu denken. Und der Netanyahu wollen wir noch weiter zurückgehen. Es gab einige Ministerpräsidenten, wie zum Beispiel Shimon Peres, der Gemäßigte, oder gar Yitzhak Rabin, der dann ermordet worden ist, weil er da den Vertrag mit den Palästinensern gemacht hat. Der Rabin hatte doch in seiner allerletzten Knesset-Rede, bevor er ermordet worden ist, gesagt, es wird niemals einen palästinensischen Staat geben. Ich weiß deswegen überhaupt nicht,
wieso manche Leute den Rabin für so gemäßigt halten. Der erste Ministerpräsident Israels, der sich für einen palästinensischen Staat ausgesprochen hat, das war Mr. Netanyahu, 2009 in der Bar-Ilan-Universität. Aber alles hat immer so einen kleinen Haken. Der Netanyahu hat dann in der Bar-Ilan-Universität gesagt, ich bin für einen Staat, hat dann aber 14 Bedingungen daran geknüpft. Unter anderem keine freie Ausreise, entmilitarisiert, so wie Deutschland bis 1955 war ja auch entmilitarisiert. Und selbst bis 1990 hätte Deutschland keine Atombombe bauen können. Oder eigenmächtig Krieg führen können, denn es war ja noch besetzt. Übrigens kenne ich einen Politiker, der mal vorgeschlagen hat, dass Deutschland, das ist doch heute so ein tolles Land, und es ist doch heute so ein anderes Deutschland und gar nicht mehr so nazihaft und so weiter. Und Deutschland, um der Welt zu zeigen, wie mächtig und wie großartig es ist und das mitten in Europa, Deutschland sollte sich eigentlich eine Atombombe zulegen. Was? Das hat mal ein Politiker einer deutschen Delegation gesagt, wo ich, ausnahmsweise hatte ich so eine dumme Jacke an und einen Schlips, da fiel ich nicht so auf, sonst laufe ich ja immer so rum wie so ein Schlamper. Und da bin ich mit der Delegation in das Zimmer dieses Ministers eingerutscht. Und da hat dieser Minister hat sich geäußert, wie toll die Beziehungen zu Deutschland sind, hat dann vorgeschlagen, Deutschland solle sich eine Atombombe zulegen. Das war ein israelischer Außenminister. Der hieß Moshe Dayan. Aber das ist natürlich alles nicht zur Veröffentlichung. Wir sind dann raus und dann haben die deutschen Diplomaten gesagt, ja, Herr Dayan, der Außenminister, hat sich über die vorzüglichen deutsch-israelischen Beziehungen geäußert. Nichts Atombomben und nichts anderes. Aber so sind halt die Diplomaten. Aber ich habe euch da aus dem Nähkästchen geplaudert. Tja, ich glaube, dass ich auch so vielleicht noch zu Jerusalem, der Corpus Separatum haben wir schon behandelt. Und vielleicht noch, manche Leute denken ja, wenn Israel sich zurückzieht aus den besetzten Gebieten, die dann den Palästinensern übergibt, ich weiß gar nicht, warum die den Palästinensern übergeben werden sollten, denn das war doch früher mal jordanisch. Und die Ägypter haben schon mehrfach abgewunken, den Gazastreifen wollen wir nicht. Und die Israelis wollten ihn auch nicht und haben sich dann zurückgezogen. Und ihr habt ja gesehen, wie dann die Palästinenser mit großem Fleiß aus diesem wunderschönen Gazastreifen ein Singapur des Nahen Ostens gemacht haben, nicht wahr? Tatsächlich gab es ein paar Raketen, 12.000 nur, die dann auf Israel abgeschossen worden sind. Es gab mehrere Kriege. Und da wurden dann die Kinder und Menschen und Frauen und überhaupt als menschliche Schutzschilde benutzt, damit die Israelis auf die schießen, anstatt die Herrschaften, die kämpfenden Hamas-Leute zu treffen. Und deswegen soll Israel, das ist jetzt die letzte, neueste Forderung an den UNO-Generalsekretär Guterres, er möge doch Israel zusammen mit ISIS, Boko Haram, und einigen anderen auf die Liste der Militärnationen setzen, die rücksichtslos Kinder ermorden. So weit sind wir schon gekommen. Das ist aber nur ein Antrag, das ist noch nicht verabschiedet oder hat der Guterres noch nicht gemacht. Ihr seht, die Israelis sind die allerletzten Verbrecher. Und da haben wir ja auch neulich einen Beweis gehabt, da hat der Präsident Abbas bei der EU im Parlament eine große Rede geschwungen und nebenbei dann auch noch gesagt, dass die Juden, die vergiften die Brunnen der Palästinenser. Hat er gesagt. Und damals gab es noch im Europäischen Parlament einen Parlamentspräsidenten,
Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt. Martin Schulz hieß der. Und der hat unmittelbar danach getwittert oder auf Facebook verkündet, dass die Rede von Herrn Mahmoud Abbas inspirierend gewesen sei. Also wir sind jetzt alle inspiriert, dass die Juden, aber das wissen wir ja schon seit dem Mittelalter, nicht wahr? Dass die Juden die Brunnen vergiften. Wenn wir jetzt bin ich mal wieder kurze Zeit ganz ernst, wenn mir jetzt mal wieder jemand behauptet, dass Antisemitismus eine Erfindung von der Israel-Lobby ist, und ihr wisst ja, wer die Israel-Lobby ist, das sind stinkreiche Leute, die die ganze Welt finanziell beherrschen, in Amerika alleine das Sagen haben, und das ist, die arbeiten alle zusammen mit dem Mossad, und die haben dann Sayanim, also Mithelfer und Agenten und so weiter. Es gibt da so Leute wie ein Zitat, stammt jetzt nicht von mir, bitte mich jetzt nicht verklagen, ein berüchtigter Antisemit neulich mal gesagt hat, Avi Melzer, der wurde, nicht, da wurde dann die Frau Knobloch vor Gericht gezerrt, weil sie dieses Wort über Avi Melzer, der nun selber, der wohnt ja nicht weit weg von hier, der ist ja selber Jude, und ein Jude kann doch kein Antisemit sein. Das geht doch absolut nicht. Wobei ich meine, genauso ein Deutscher, der kann nicht gegen die deutsche Regierung sein. Und der kann auch keinen Widerstand leisten. Und der kann auch gegen Deutschland nicht hetzen. Das ist doch ein Deutscher. Entschuldigung, jetzt mal wieder ernst. Jeder Mensch bastelt sich seine Weltanschauung so zusammen, wie er es für richtig hält. Und ob ein Jude nun Antisemit ist oder nicht, das hat davon genügend Beispiele in der Geschichte gegeben. Auf jeden Fall, all diese Dinge von Juden, von Brunnenvergiftungen bis hin zu anderen Märchen, die da über Israel erzählt werden, teilweise sind es Märchen, bis hin zu diesem UNO-Beschluss, dass in Jerusalem hat es nie einen Tempel gegeben, wie ich vorhin erklärt habe. Sie können da vielleicht sich an dem Begriff stören. Ich persönlich sehe darin eine direkte Fortsetzung eines uralten Antisemitismus und nichts anderes. Und Sie können der Meinung sein, die Politik der israelischen Regierung ist ja schrecklich, und diese Zionisten, was wollen die eigentlich? Entschuldigung, der Zionismus ist nichts anderes als die Nationalbewegung der Juden. Durch den Zionismus sind die Juden zu einem Staatsvolk geworden. Ohne das hätte Chaim Weizmann seinerzeit niemals den Lord Balfour vor 100 Jahren bitten können, schreibt doch mal einen Brief und verspricht den Juden eine nationale Heimstätte. Denn bis dahin galten die Juden in Europa und überall in der Welt nicht als Volk oder Staatsvolk mit dem Anrecht auf einen eigenen Staat, sondern als eine Religionsgemeinschaft. Ja, und inzwischen haben sich die Dinge geändert, und ob das nun Korsen, Basken oder Kurden oder andere Völker sind, es gibt heute den Begriff des Selbstbestimmungsrecht der Völker, und von diesem Selbstbestimmungsrecht der Völker haben auch die Juden Gebrauch gemacht, und daraus entstand der Zionismus. Der Zionismus ist nichts anderes als die treibende Kraft des, ich nenne es jetzt mal, jüdischen Nationalismus, der den Juden es ermöglicht hat, einen eigenen Staat zu fordern und dann auch schließlich zu kriegen. Aber da haben die Juden hart für arbeiten müssen und ziemlich hart gelitten. Ja? Und es kursiert jetzt gerade eine neue Forschungsarbeit, hochinteressant für mich, von einem jungen Mann, der im Libanon geboren ist. Eddie Cohen heißt er. Cohen, ihr habt richtig gehört. Sein Vater ist von der Hisbollah um 1990 herum ermordet worden, weil er halt Jude war. Eddie Cohen ist dann nach Paris geflohen und 5 Jahre später, 1995, nach Israel. Er ist heute Forscher an der Bar-Ilan-Universität.
Und der ist nun mal Araber ursprünglich, also Arabisch ist seine Muttersprache. Und der hat sich dann mal die Doktorarbeit von Herrn Mahmoud Abbas und lauter Memoiren und Notizen vom Mufti geschnappt und hat dann festgestellt, dass der, wie, in welcher Art und Weise der Mufti zum Beispiel direkt verantwortlich war durch Briefe an Herrn Ribbentrop, das war unser Außenminister, ein paar tausend jüdische Kinder aus Rumänien und anderswoher mögen doch bitte nicht nach Palästina geschickt werden, das finden wir Araber nicht so gut. Es wäre doch viel besser, wenn die dann nach Polen geschickt würden, da könne man besser auf sie aufpassen. Was mit denen dann in Polen geschehen ist, könnt ihr euch vorstellen. Und das wusste auch der gute Mufti, denn der ist mal nach Auschwitz gefahren, zusammen mit dem Herrn Hühner. Und der hat da an den Gaskammern gestanden, die es laut Mahmoud Abbas ja gar nicht gegeben hat. Und hat da gesehen, wie einfach es ist, mal eben ganz schnell ein paar hundert Menschen in den Tod zu schicken. Das hat er mit eigenen Augen gesehen, hat er geschrieben und beschrieben. Dieser Mufti, der besoldet worden ist vom Auswärtigen Amt in Berlin, der von Berlin aus diese Nazi-antisemitische Propaganda in die arabische Welt getragen hat, der hat den Judenhass, den muslimischen, arabischen Judenhass hat er natürlich nicht erfunden. Aber diese Nazi-Propaganda stieß bei den Arabern auf fruchtbaren Boden. Und wollen wir mal so sagen, wenn in den arabischen Zeitungen ständig Karikaturen veröffentlicht werden im Stürmerstil, dann hat das nichts mit dem Koran zu tun. Und viele Elemente des muslimischen, arabischen Judenhass, Antisemitismus, nennt wie ihr es wollt, der hat dann auch eben Motive von den Nazis übernommen. Und die hat der Mufti in diese arabische Welt getragen. Zweifellos, im Koran gibt es viele Sprüche gegen und über Juden, die alle nicht so freundlich klingen. Aber es ist mehr als das. Und das ist, da sind wir Deutsche mit dran beteiligt. Was mich nun wundert, es gibt ja ein Riesenwerk, über 1000 Seiten lang, das vor wenigen Jahren erschienen ist, das heißt Das Amt. Das war eine Untersuchung über die Zeit des Auswärtigen Amtes in Berlin während des Holocaust. Mitgemacht hat da auch ein gewisser Moshe Zuckermann, Professor in Israel, und dann zwei weitere, Konze und noch jemand. Ich habe dieses Buch zu Hause stehen, das ist ein Standardwerk und das gilt so als das Standardwerk für Auswärtiges Amt, Holocaust und diese Periode. Der Mufti wird in diesem ganzen Buch nicht ein einziges Mal erwähnt. Weder im Index noch im Text, ich habe es durchgelesen jetzt nochmal ganz schnell, um ihn zu suchen, er wird nicht erwähnt. Dabei ist dieser eliminatorische Judenhass, wozu auch diese Absicht gehört, den Staat Israel zu zerstören, die Juden alle ins Mittelmeer zu werfen und so weiter. Das kommt alles von Mufti. Direkt aus dem Auswärtigen Amt in Deutschland. Sowas finde ich ungeheuerlich. Und ich will jetzt noch recherchieren und mal bei Herrn Moshe Zuckermann und so weiter fragen, wieso ist eigentlich der Mufti bei diesem wichtigen Buch vergessen worden. Komisch, ne? Fand ich auch. Ich weiß nicht, wie lange ich geredet habe. Eine Stunde. Eine Stunde schon? Ja. Gott, die Zeit verrinnt hier, ist unglaublich. Dann schlage ich vor, dass ich mich jetzt mal gemütlich hinsetze. Und, ach nee, ich muss jetzt, Entschuldigung, bevor ich eine Pause mache, muss ich, wie das im Fernsehen so üblich ist, einen Werbeblock einfügen. Ich habe hier so Flyer, die werde ich mal machen. Also jeder darf sich einnehmen oder wenn ihr zu zweit seid, auch nur einen, denn so, das ist alles, was ich dabei habe.
Und worum es geht? Moment. Es geht um ein ganz großartiges Werk, in dem der Mufti zwar auch nicht drin steht, aber dafür vieles anderes. Und zwar ein Kochbuch, neue Auflage, das ich geschrieben habe. Ja? Jetzt werde ich immer gefragt, ist das israelische Küche? Sage ich, nee. Das ist unter anderem biblische Küche. Das hat mit Israel nichts zu tun. Das ist unter anderem arabische Küche. Und ich schwöre euch, dieses Kochbuch ist noch nicht mal koscher. Aber ihr findet in dem Kochbuch Rezepte, wo ihr dann endlich mal kapiert, was eigentlich koscher bedeutet. Das ist nämlich der Trick. Und ich habe mir da so einige Sachen ausgedacht. Ich habe ja auch immer wieder so Gäste empfangen in Jerusalem. Und ich war dabei, könnt ihr das sehen, da wurde dieser Stein, der wurde in Jerusalem in der Davidstadt ausgegraben. Und zwar, ihr seht diesen Stein mit dem Loch in der Mitte. Ja, seht ihr es? Und die Archäologen, ich bin ja Rheinländer, dann kann ich die so nennen, die waren ganz aufgeregt, als sie diesen Stein gefunden haben, die kannten den schon. Der war in einer wunderbaren Villa von einem sehr reichen Mann, riesen Wohnzimmer, Blick auf den Berg gegenüber. Und neben dem großen Wohnzimmer ein kleines Kämmerlein und in diesem kleinen Kämmerlein stand dieser Stein. Mit anderen Worten, ein Mühlstein ist es nicht, denn es ist ein Loch in der Mitte. So wird das Getreide durchfallen. Und dann haben sie genau hingeguckt und sagen, ja, solche Steine haben wir schon öfters gefunden. Das ist das berühmte kleine, stille Örtchen, das wir alle kennen. Nur, dieses Haus, wo daneben dieser Stein hing, und dann auch das Nachbarhaus, da hat man ganz viele Siegel gefunden und so weiter. Dieses Haus ist, da kann ich euch den genauen Tag sagen, am 9. des Monats Av, oder auf Hebräisch Tisha B'Av, im Jahr 586 vor Christi zerstört worden. Als nämlich die Stadt Jerusalem vom Nebukadnezar verbrannt wurde. Das war die erste Zerstörung des ersten Tempels in Jerusalem. Und an dem Tag ist natürlich auch dieses stille Örtchen außer Betrieb gesetzt worden. Oder anders ausgedrückt, meine Interpretation, dieses Örtchen hat der Herr Achiel, so heißt der Mensch, der in dem Haus gewohnt hat, wenn man dann die Siegel gefunden hat, hat dieses Örtchen am 8. des Monats Av zum letzten Mal benutzt. Vermute ich mal. Und die Archäologen haben dann, als sie diesen wunderbaren Stein gefunden haben, darunter das Erdreich rausgeholt, nach Amerika geschickt, ins Labor zur Untersuchung. Und die haben festgestellt, dass der Achiel, der hat also so Kleinvieh, wie ihr das ja auch in eurem Hinterhof habt, so Puten und Hühnchen und Lämmer und so weiter gegessen, Fleisch. Und das alles gewürzt mit all den schönen Kräutern, die bis heute auf jeder zweiten Verkehrsinsel in Israel, in Jerusalem wachsen, Salbei, Rosmarin und wie die Kräuter alle heißen. Ach, wie gesagt, da kann man das doch mal dem Achiel nachmachen. Und da habe ich dann all die schönen Kräuter gesammelt, in den Mixer getan, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Knoblauch, Zwiebeln und dann das Hühnerfleisch darin mariniert und das Ganze dann in den Ofen getan. Und schon kommt die letzte Speise des Achiel vom 8. des Monats Av 586 vor Christi raus. Das soll mir mal einer nachmachen. Jetzt, hier sind ja einige Juden, wie ich sehe, höre. Nicht wahr? In der Mehrheit sogar. Ihr seid ja daran gewöhnt, kein Fleisch und Milch zusammen zu essen. Wisst ihr eigentlich warum? Du weißt. Warum denn? Sag doch mal. Weil in der Tora steht, du sollst nicht kochen.
Das Zicklein in der Milch seiner Mutter. Die Bechalev Imo. Richtig. Hast du völlig recht. Jetzt habe ich mal eine ganz kleine Frage. Kochst du auch Hühnchen in Milch oder nicht? Niemals. Niemals. Hühnchen. Bei den Römern war es. Ach, bei den Römern haben die Hühnchen noch Milch gegeben? In der Zeit der Römer hat man Huhn so wie Fisch betrachtet. In der jüdischen Küche ist da neutral. Ja. Es gab ja auch eine Talmud-Diskussion. Und da ging dann mit Rabbi Yossi Haglili aus, also Rabbi Yossi aus Galiläa, die sagte, Hühnchen darf man mit Milch kochen, denn das Hühnchen gibt ja keine Milch. Also kann es auch keine Milch der Mutter des Hühnchens geben. Die legen ja Eier bekanntlich. Nicht? Und deswegen, und da haben die weiter diskutiert, und haben sie gesagt, also wenn das Hühnchen kein Milch gibt, dann kann das Hühnchen auch kein Fleisch haben. Also ist es erlaubt. Und dann haben sie noch weiter diskutiert und haben gesagt, das, was das Hühnchen hat, ist zwar kein Fleisch, aber es sieht aus wie Fleisch und schmeckt wie Fleisch. Und damit man nichts verwechselt, darf man auch Hühnchen nicht in Milch kochen. Aber bei Flavius Josephus steht es noch. Ja. Das, ich sag ja, das wurde ja dann noch diskutiert. Also ich halte ein Hühnchen für vegan oder sowas. Jetzt, dieses Gericht, dieses Gesetz, liebe Chalevimo, oder was, wie sie es gesagt, du sollst nicht das Zicklein in der Milch seiner Mutter kochen, ist eines der ganz wenigen Gesetze, Gebote Gottes in der Tora, wo wir wissen, warum Gott sie verboten hat. Weißt du es? Es ist eine ethische Frage. Eine was Frage? Eine ethische Frage. Eine ethische Frage. Sag mal, und wenn ich mir die Frau meines Nachbarn ausgucke, ist das auch eine ethische Frage? Oder wenn ich dir jetzt ein Kaugummi stehle, ist das dann auch eine ethische Frage? Da musst du auf die 10 Gebote gucken. Das tue ich ja gerade. Aber ich meine, welchen Sinn macht es, zu verbieten, dass ich also meine Nachbarsfrau mir nicht angucken darf? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, aber ich finde das Nächstenweib gerade spannender als mein eigenes Weib. Da gibt es überhaupt kein Rational. Auch das Verbot, Schweinefleisch zu essen oder Schrimps nicht zu essen, die schmecken wunderbar. Aber das macht doch alles keinen Sinn. Ist das nicht alles mehr hygienisch? Soll man so nicht? Ja, hygienisch. Glaubst du wirklich ernsthaft, dass es hygienischer ist, ohne Kühlschränke, ohne Eistruhen, ohne alles? Es gab damals keinen. Moment, deswegen meine Frage jetzt. Ist es hygienischer, ohne Kühltruhen und so weiter, Fisch nach Jerusalem zu transportieren? Das ist nämlich erlaubt. Oder Schweinefleisch, was ich hier nebenan schlachten kann und ganz frisch essen könnte. Also wie gesagt, da gibt es keine Ratio dahinter. Und was Ethik ist, das ist eine heutige, heute ist es unethisch, überhaupt Fleisch zu essen. Ja? Und wenn ich übrigens, Übersetzungsfehler, wenn ich übrigens den Luther, die 10 Gebote laut Luther lese, müsste ich als Christ eigentlich total vegan sein. Da lautet nämlich das 6. Gebot, du sollst nicht töten. Das ist eine falsche Übersetzung. Im Hebräischen heißt es Al-Tirzach. Und das heißt morden. Und töten, man darf Tiere töten, um sie aufzuessen. Ja. Da seht ihr eine falsche Übersetzung, da kommt sie mit Ethik. Ja, was ist denn nun die richtige Ethik? Laut Luther oder laut Tanach? Mit Luther habe ich nichts zu tun. Recht so. So, das einzige Gebot, wo wir wissen, warum der liebe Gott es ausgesprochen und verboten hat, ist dieses Gebot, du sollst nicht das Zicklein in der Milch seiner Mutter kochen. Warum? Weil nämlich im Libanon
Die Heiden, die Götzendiener, die haben dem Baal, das war der Gott im Libanon, dem haben die dieses Gericht, liebe Chalevimo, dargeboten, geopfert und dann natürlich auch aufgegessen. Und das Verrückte ist, dass bis heute in der ganzen Region, Libanon, Syrien, Jordanien, Palästina, also im Grunde genommen den biblischen Gefilden, bis heute bei keiner Hochzeit, bei keinem Staatsbuffet und so weiter, darf dieses Gericht Zicklein in der Milch seiner Mutter fehlen. Es wird bis heute dort vorbereitet und das ist die Festspeise. Und da habe ich auch einen Beweis dafür, dass das ein uraltes Gericht ist, bis heute. Ihr seht hier einen kleinen Palästinenserjungen mit einem Zicklein auf dem Arm. An einem bemerkenswerten heiligen Stätte, das werde ich gleich noch erklären. Und dann seht ihr hier in dieser Schüssel so einen weißen Stein. Einen völlig festen Stein. Da wird Ziegenmilch fermentiert und dann an der Sonne getrocknet, zu so einem Stein geformt. Und wenn ihr mal wieder in Israel seid, geht mal in die Altstadt. Bei jedem Gewürzhändler stehen so riesige Kisten mit lauter solchen weißen Steinen drin. Die sind teilweise aus Syrien, Libanon, Jordanien bis heute importiert. Die werden verkauft und stinken bestialisch, auch nach Jahren. Und ich hatte mal so einen Stein zwischen mir und der älteren Dame, die neben mir saß, liegen. Und als ich den dann aufhob und dann erklärte, was das ist, dass das in Wirklichkeit Ziegenmilch sei und einem zum Riechen gegeben, ich hatte leider keinen dabei, da meinte sie dann, ach, Sam, ich dachte die ganze Zeit, sie hätten ihre Füße nicht gewaschen. Eine solche Methode, Milch auf diese Art und Weise zu konservieren, das ist keine moderne neue Erfindung. Das ist eine uralte Erfindung und die wird bis heute traditionell weitergereicht. Und wie gesagt, wenn ihr bei Arabern mal zu Gast seid, Hochzeit oder was immer, da kriegt ihr garantiert genau diese Speise. Und die wissen, dass die aus biblischer Zeit stammt. Und sowas finde ich wieder die letzte Mahlzeit des Achiel. Nicht alles ist so ekelhaft. In meinem Kochbuch, da sind auch ein paar nettere Speisen, die jeder nachmachen kann und die total koscher sind. Aber ich finde solche Geschichten, solche kulinarischen Kuriosa, ich finde sowas spannend. Aber warum denn jetzt das Verbot zur Abgrenzung, oder? Ja, jetzt habe ich noch eine bessere Frage. Gibt es ein solches, ich meine, die Idee war, die Juden dürfen keinen Heidengötzendienst treiben. Frage, gibt es ein solches Koschergebot hier in Deutschland? Was? Das Wein, das soll man auch nicht. Du trinkst koscheren Wein, dessen wir extra aus Israel gekommen. Ich meine für Christen, deutsche Christen, ein Koschergebot dieser Art. Ja, Fastenzeit. Jetzt in der Fastenzeit darf man nicht. Das ist aber nicht koscher. Das ist kein Verbot. Reinheitsgebot. Was? Reinheitsgebot, das ist eine Herstellungsmethode. Nee. Im 8. Jahrhundert, ihr werdet jetzt gleich ausfinden, im 8. Jahrhundert ist der gute Bonifatius hier durch deutsche Lande gereist. Und der Bonifatius hatte der heilige Bonifatius hatte die Aufgabe, die ollen Germanen, die wir hier lebten, uns zu guten Christen zu machen. Und da sah er, dass die ollen Germanen überall Rösser den Göttern darboten und dann natürlich überhaupt gegessen haben. Das war eine Götterspeise. Und da hat der Bonifatius eine E-Mail geschickt an den Papst Gregor IV. In Rom und der hat sofort zurückgefunkt, um Gottes Willen, wenn diese heidnischen Germanen, wenn die da Rösser opfern, dann müssen wir denen das verbieten. Seitdem ist Pferdefleisch in Deutschland
verpönt. Und lustig wird es, wenn man Deutsche fragt, sag mal, warum habt ihr eigentlich noch nie ein Pferdesteak im Restaurant bestellt? Warum esst ihr kein Pferdefleisch? Ja, weil überall gibt es doch so Pferdefleischstände. Natürlich, alles gibt es überall. Auch in Israel kann ich Schweinefleisch kriegen. Nur, in Deutschland habe ich noch nie Pferdewurst, vielleicht, das ist aber wieder ein bisschen was anderes. Ich habe in Deutschland nie im Restaurant ein Pferdesteak angeboten bekommen. Im französischen Restaurant gibt es das. Halt! Ich habe gesagt Deutschland. Und ich hätte es präzisieren müssen bis zum Limes. Bis zum Rhein. Denn jenseits des Rheines, da im Rheinland, ein ordentlicher Sauerbraten wird aus Pferdefleisch gemacht. Bis heute. Und ich bin in Frankreich aufgewachsen. Was haben wir, Ui, und was haben wir da dreimal die Woche gekriegt? Pferdefleisch. Das heißt, dieses, das habe ich ja betont, in Deutschland. Das ist nur eine deutsche Angelegenheit. Das wegen dem Bonifatius im 8. Jahrhundert. Oder weil die Deutschen die Pferde so lieben. Nein, die, ja, warum lieben sie die denn? Weil es denen eingetrichtert worden ist. Und die Pferde, wenn ich dann frage, warum esst ihr keine Pferde? Ja, die sind so edel. Entschuldigung, was bedeutet, ich finde, also eine Ziege finde ich auch, kann auch sehr edel sein. Man kann auf dem Pferd reiten, ich bin auch schon auf dem Rindviech geritten. Ja? Also Entschuldigung, das sind alles nur so Vorstellungen, edel und so weiter, sind Rechtfertigungen, weil sie nicht mehr wirklich wissen, warum sie das nicht anrühren. Und als es neulich hier in Deutschland diesen fürchterlichen Skandal gegeben hat, dass da irgendjemand in eine Lasagne Pferdefleisch gemischt hat. Aldi. Wenn der in die Lasagne Hühnchenfleisch, Putenfleisch, Schweinefleisch, Lammfleisch gemischt hätte, kein Hahn hätte danach gekräht. Warum diese Aufregung wegen Pferdefleisch? Weil es eine Götterspeise war, die verboten ist. Ne? Und so habt ihr ein typisch jüdisches Koschergesetz, 3000 Jahre alt, jetzt mal auf Deutschland übertragen. Ne? Das ist doch, da lernt man was dazu. So, ich habe, Moment, jetzt habe ich erstmal zu Ende geredet. Ihr könnt das Kochbuch, ich habe leider keine dabei, ich habe nur dieses eine zum Vorzeigen, könnt ihr bestellen. Und jetzt setze ich mich hier auf den Stuhl. Oh. Und möchte jetzt eure Fragen hören. Kann ich schon ganz kurz was sagen? Kurz. Ja, ganz kurz. Erstmal, lieber Uli, vielen herzlichen Dank für deinen tollen Vortrag. Du hast gesehen, wir haben eine ganz... ganz gespannt zugehört. Die Frage ist ja, ob wir lieber Fragen stellen wollen, ob du doch lieber noch eine Stunde reden sollst. Ich glaube, das ist fast mein Schlusswort. Es kommt aufs Gleiche drauf. Vielleicht, Uli, vielleicht kannst du noch eine kurze Sache. Wir haben ja sehr viel jetzt relativ Negatives gehört. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was über Israel, über die Zukunft Israel sagen, wie du sie siehst, ob das da ein bisschen Grund auch zur Hoffnung gibt. Gründe zur Hoffnung. Ich vermute mal, dass du ganz viel Haaretz liest und seit Jahren enttäuscht bist, obwohl das Herr Haaretz jede Woche von Neuem verkündet, dass dieser schreckliche, ekelhafte, faschistoide, rechtsgerichtete Chef einer nationalreligiösen Partei, nämlich Herr Bibi Netanyahu, doch endlich gestürzt wird und dass das bis heute nicht geschehen ist. Und jede Woche kriegst du diese Meldung von Neuem. Ich habe gesagt, Chef einer nationalreligiösen Regierung. Da habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut und ich warte die ganze Zeit, dass in der Süddeutschen Zeitung jede Woche ein Artikel kommt, wann wird eigentlich die nationalreligiöse deutsche Bundeskanzlerin gestürzt. Nationalreligiös. CDU. Verdammt normal.
Und die ist genauso eine Hardlinerin wie alle israelischen Ministerpräsidenten, sonst würde sie nämlich nicht, sich nicht, gar nicht durchsetzen können. Ich spiele hier mit Worten, wie ihr seht. Und die Art und Weise, wie bei israelischen Premierministern und Politikern und so weiter, wie da mit Worten in den Medien gespielt wird, wie die verunglimpft werden, wie die, wie gesagt, mit so schönen Begriffen wie nationalreligiös, obwohl die Merkel genauso nationalreligiös, die hat ein hohes C in ihrer Partei. Das nenne ich dann religiös. Ja, was soll das? Und ich kann euch nur anraten, wenn ihr solche Begriffe, die es sogar bei dpa gibt, da werden Herr Liebermann und Herr Netanyahu und wie sie alle heißen, werden alle als Hardliner bezeichnet. Was soll dieser Quatsch? Herr Sharon war ja auch schon Hardliner und er war der Gegenpart von Herrn Arafat. War der Arafat deswegen Weichei? Was soll das? Ja. Meine Position, ich bin kein Israeli, ich kann zum Glück nicht wählen. Oder besser gesagt, ich muss nicht wählen. Das heißt, ich muss mich nicht entscheiden, wer da eigentlich das Ruder übernimmt. Eins steht fest. Der Herr Netanyahu, ob wir es mögen oder nicht, wurde von der Mehrheit des Volkes gewählt. Letztlich, trotz Wahlsystem und so weiter, auch Herr Trump. Das müssen wir akzeptieren. Wenn wir das nicht akzeptieren, müssen wir entweder das Volk auswechseln oder das Wahlsystem ändern oder ihn stürzen. Aber solange wir in einer Demokratie leben, ganz gleich wo, sind das nun mal die Spielregeln. Und wenn Herr Arez anderer Meinung ist, und die haben ja jeden Tag neue Argumente, da hat der Netanyahu, der hat Pistazieneis gegessen und seine Frau hat den Flaschenpfand von 4 Cent pro Flasche nicht zurückgegeben und hat Zigarren geraucht und irgendwelchen Champagner von irgendwoher. Also ich bin richtig neidisch, aber man konnte ihm bisher noch keinen Dreck nachweisen. Die Polizei untersucht und prüft und verhört ihn und alles, aber noch hat er keinen Dreck stecken. Und solange das nicht gefunden wurde, kann man ihn einfach nicht stürzen. Ob seine Politik richtig oder falsch ist, sagt mir bitte, in welchen Punkten ist sie falsch? Die Siedlungspolitik ist Teil einer uralten, langjährigen, sozialistisch erdachten Politik, die auch der Sicherheit Israels dient. Wenn Israel glaubt, zu profitieren, dann hat Israel mehrfach bewiesen, dass das Wegräumen von Siedlungen Frieden schaffen kann, zum Beispiel im Sinai. Das ergab dann den Frieden mit Ägypten. Aber als nachdem Israel sich mit allen seinen Siedlungen aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, da gab es Krieg. Und apropos Rückzug, Israel will ja ständig angeblich expandieren. Quatsch. Israel hat sich dann irgendwann mal aus Südlibanon zurückgezogen. Da habe ich Insider-Informationen. Erstens, ehe sich Israel zurückgezogen hat, unter anderem Druck von irgendwelchen Müttern, vier Mütter, so hieß die Bewegung, die dann Druck auf die Regierung ausübte und gesagt hat, es geht nicht an, dass Israel jedes Jahr statistisch 23 Soldaten verliert, erschossen oder getötet durch die Hisbollah im Libanon, nur weil wir darauf bestehen, im Libanon sitzen zu bleiben. Wenn wir uns zurückziehen, dann wird es nicht mehr diese 23 Toten pro Jahr geben. Man kam der Moratinos, das war der Sonderbotschafter der EU, pendelte zwischen Damaskus, Beirut und Jerusalem, hat uns dann mal zu so einem Hintergrundgespräch eingeladen im österreichischen Hospiz. Hier unvergessen, dieser kleine Spanier trug dann so einen Schlips mit so Giraffen mit ganz langen Hälsen. Und der sagte, es ist eine Unverschämtheit, dass die Israelis sich aus Südlibanon zurückziehen wollen. Die sollen da gefälligst bleiben
Denn nur solange die Israelis dort sind, haben die Syrer eine Ausrede und einen Grund, in Libanon zu bleiben. Wenn Israel sich zurückzieht, dann müssten auch die Syrer sich abziehen. Und dann wird erneut ein Bürgerkrieg ausbrechen. Dann gibt es 1000 Tote. Und all die 1000 Toten des nächsten libanesischen Bürgerkriegs würden die Israelis auf dem Gewissen haben. Also da müssen doch die Israelis wenigstens bereit sein, mal eben 23 Soldaten zu opfern, sagt der Oberverhandler der Europäer. Habe ich noch nie gehört, solche Sprüche. Dann hat Israel sich mit der Wahl von Barak, wie versprochen und so weiter, zurückgezogen im Mai 2000. Und dann kommt die nächste Geschichte, die ab Mai 2000, und das ist nachgewiesen mit Sprüchen von Herrn Arafat, von palästinensischen Ministern, Reportagen und alles, seit dem Tag haben sich die Palästinenser auf die zweite Intifada, die ja dann Ende September ausbrach, vorbereitet. Herr Arafat hat sie angekündigt im Juli, bevor er nach Camp David ging. Deswegen hat Arafat Camp David platzen lassen, weil er schon längst Pläne hatte, eine Intifada zu starten. Und bei einem Hintergrundgespräch mit einem deutschen Außenminister, dessen Namen ich jetzt nicht verraten will, oder ich könnte den Vornamen nennen, der hieß Joschka. Der erzählte uns, dass seit Mai, und er hatte ja sehr enge Kontakte, sowohl zu Sharon wie auch zu Arafat und zu allen anderen, seit Mai sei es unmöglich gewesen, mit den Palästinensern noch ein vernünftiges Wort auszutauschen. Die seien wie dumm gewesen, so Joschka. Und die hätten damals von der Hisbollah gelernt, man muss nur ein paar Israelis abknallen, und dann hauen die Israelis ab, dann verschwinden sie. Deswegen haben die Israelis sich ja zurückgezogen. Ohne Sinn und Verstand. Da hat Arafat gesagt, das ist ja eine interessante Erkenntnis. Das werde ich nachmachen. Das war der Auslöser, der wahre Grund für das Ausbrechen der zweiten Intifada, als die dann mit Selbstmordattentätern und allen anderen Dingen gegen die Israelis losgegangen sind. Das ist der Hintergrund. Und das kann ich nachweisen. Da gibt es auch von Marwan Barghouti, dem palästinensischen Politiker, da gibt es einen großen Artikel, wo er selber beschreibt, wie das alles gekommen ist. Der Besuch von Ariel Sharon auf dem Tempelberg, das war ein Gottesgeschenk. Ich zitiere Marwan Barghouti jetzt. Denn dadurch konnten wir behaupten, dass die Israelis am Auslösen dieser zweiten Intifada schuld sind. Dabei, ohne wenn die das nicht monatelange vorher geplant hätten, wäre das alles nicht ausgebrochen. Ja. Nächste Frage. Ja, da hinten.